So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. Part 12, glaube ich. Wir sind jedenfalls irgendwo stehen geblieben. Ich weiß noch, ich bin irgendwie mittendrin irgendwo stehen geblieben. Weil ich dann einfach wieder, ne, Part ist länger und länger geworden und ich habe irgendwann gesagt, ja, jetzt ist Schluss. Es ist irgendwie nachts, glaube ich. Ich glaube, es ist irgendwie nachts gewesen. Und ich wollte irgendwas bauen und dann doch nicht und keine Ahnung, so genau weiß ich es nicht mehr. Ja. Ich weiß aber noch, dass wir letztes Mal so einen Run angefangen haben im Düsterholz und dann festgestellt haben, dass man den fortführen kann und dass dann die Belohnungen mehr werden. Und ich würde jetzt in dem Part gerne mal versuchen, so einen Run, also länger durchzuführen. Also Düsterholz mal, ist es überhaupt nicht Nacht. Hä, habe ich nicht da unten gespeichert? Es ist überhaupt nicht Nacht. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin komplett verwirrt. Ah, guck mal, ich muss aber hier schon wieder Feuerholz nachlegen. Aber ich habe doch. Habe ich nicht in der Nacht da unten gespeichert? Stand ich nicht letztes Mal hier und habe hier gespeichert? Ja, Bartman geht's immer noch nicht gut, das ist klar. Wir müssen uns um Essen kümmern. Veit wird bald einen Abflug machen. Wir müssten Veit eigentlich opfern, ne? Also erstmal. Ja. Pass auf. Habe ich schon gesegnet heute? Okay, scheinbar ja. Habe ich schon. Ach, vielleicht habe ich die Predigt auch schon gehalten und bin einfach jetzt gedanklich woanders. Ich habe schon, okay. Ja, gut. Dann habe ich einfach woanders gespeichert, wo ich jetzt gedacht habe. Keine Ahnung. Kann sein. Pass auf. Das Ding ist, wir müssen Veit opfern. Wenn er stirbt, verliere ich Glaube. Und er ist halt Level 7, also er würde jetzt auch richtig viel XP geben. Und wiederbeleben, das werde ich mir jetzt aufheben. Die Geschichte mit dem Wiederbeleben werde ich jetzt aufheben, bis wir diese Kristalle haben. Weil nicht, dass jetzt zum Beispiel Bartman wieder stirbt, bevor ich da diese Heilung durchführen kann. Ich brauche diese Kristalle dafür. Und ich weiß nicht, in welcher Stage ich diese Kristalle bekommen kann, ne? Das ist das Ding. So. Ja, es ist halt wieder plus 100, ne? Die geben aber alle plus 100. Okay, das hat mit der Stufe gar nichts zu tun. Ah, doch, da hat es mit der Stufe was zu tun, scheinbar. Ah, er ist halt im Moment der einzige Alte. Veit, es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ich hol dich wieder zurück. Sobald ich kann. Ich kann nichts dafür, dass das Anhänger hier sterben. Und das, aber wenn du jetzt einfach umfällst, du fällst sowieso in den nächsten 10, 20 Minuten um. Also, es tut mir leid, es bringt so nichts. Und ich muss das verhindern, dass du, während hier ein Kreuzzug ist, dass du mir da umkippst. Das muss ich verhindern. So. Okay. Maus weg. Gut, und jetzt können wir nämlich hier die göttlichen Waffen freischalten. So, wenn ich eine göttliche Waffe sehe, ist die auf jeden Fall mitzunehmen. Völlig egal, was ich sonst habe, sobald ich eine göttliche Waffe sehe, mitnehmen. Ne? Da gibt es gar keine andere Diskussion. Okay. Gut. Und weil wir den jetzt geopfert haben, haben wir auch durch diese Doktrin hier wieder Glauben. Also wir haben keinen Glauben verloren, ne? Das ist das Wichtige. Hier, durch diese Doktrin hier. Wir haben geopfert, ermordet oder ver wie immer ermordet oder verzehrt, weiß ich noch nicht. Na, wenn ich das noch lerne, dann könnten wir schneller mit den alten verfahren. Aber so ist jetzt halt erstmal die Variante. Und wie gesagt, ich würde ja wiederbeleben, wenn ich wüsste, wie lange das dann. Also ich weiß halt nicht, ob Bartman jetzt zum Beispiel lange überlebt. In der Phase, in der er ist. Na? Das ist mein Problem. Das ist mein ganz großes Problem.
Weil er läuft halt hier rum und ist... Ich kann halt nichts mit ihm anfangen. So, wir brauchen Essen. Oh shit, ich kann gerade nicht mal Bärensachen machen. Klägliche Kürbissuppe. Okay, die klingt nicht verkehrt. Davon kann ich 5 Stück machen. Fleischbrei würde auch gehen. Jetzt habe ich 3 Bären bekommen. Ah, ich glaube, wir machen das Essensritual. Ich glaube, wir machen das Essensritual. Aber jetzt ist erstmal Nacht. Jetzt ist... Okay, pass auf, wir probieren was aus. Das kann jetzt gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Ich setze jetzt mal ein paar Gerichte rein. Und wir gucken mal. So. Und wir gucken mal, ob das dann jemand, also ob das dann sozusagen, ob der Hunger sich dann jetzt füllt, wenn ich auf Kreuzzug gehe. Aber ich möchte unbedingt jetzt mal den Kreuzzug hier gehen. Und zwar länger. Ich möchte jetzt mal einen langen Düsterholz-Run machen. Oh, da schüttelt die Maus. Wieso ist die Maus jetzt plötzlich da ins Bild geflogen? Die hat ganz da gar nichts zu suchen. Ach, weil ich mit dem scheiß Kabel da rankomme. Ah. Jetzt verstehe ich, woher die Maus kam. Das Controller-Kabel ist gegen die Maus gerutscht. Oh. So viel zu seltener Waffe, ne? Direkt die göttliche Axt. Let's go. So, was ist dieses Ding? Was kann das? Ah, das ist sowas hier. Okay, gut. Fühle ich. So. Sehr schön. Oh, 8 Holz direkt mitgenommen. Und Fleisch war auch dabei. Alter! Das macht schon ordentlich Schaden. So, wir müssen Gras wieder mitnehmen. Davon haben wir auch gar nicht mehr so viel. Ich glaube 80 oder so noch. Ne, 77, siehst du? Hier gibt es direkt die Tarotkarte. Habe ich Geld für die zweite... Ja, ich habe Geld für die zweite Karte gleich dabei. Sehr schön. Okay, wir nehmen ein schwarzes Herz statt ein blaues, logischerweise, weil das Schwarz hat mehr Effekt. Dann nehmen wir eine neue Karte. Giftschaden, let's go. Giftschaden. Nehmen wir mit. Sehr gut, sehr, sehr gute Voraussetzungen bisher. Jetzt schon unfassbar gute Voraussetzungen. Kann man nicht anders, aua. Kann man nicht anders sagen. Da gibt es die Blumen, die sind wichtig. Die brauchen wir für Heilung. Haben wir jetzt ja auch gelernt. Gebt euch das, wie viel Schaden wir machen. Göttliche Waffen sind, ja, göttlich. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. So, der Kult ist mittlerweile wach. Wie sieht's aus? Hunger geht noch nicht hoch. Also es scheint, dass das mit dem Kochen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe gehofft, dass wenn ich jetzt was bereit mache in der Küche, dass es dann jetzt auch gekocht wird. Aber vielleicht muss ich dafür vor Ort sein.
Na, dass die sich dafür. Das weiß ich halt nicht. Aber es wirkt so, als ob ich vor Ort sein. Vielleicht geht auch der Hunger jetzt Stück für Stück hoch. Wir werden es gleich sehen. Wenn es nicht funktioniert, brechen wir den Run halt doch wieder ab. So, neue Anhänger brauchen wir. Ansonsten wegtechnisch. Ja, doch, das ist ein guter Weg hier. Ja, hier müssen wir jetzt kämpfen. Okay, das ist jetzt wieder so ein Kampfanhängerraum. Ist in Ordnung. Sehr schön. So. Ab mit dir. Ich hole dich dann später ab. Wie gesagt, mein erster Gedanke war ja, wenn ihr sterbt, dass ich halt einen neuen Anhänger nach euch benenne. Und das ist dann so eure Wiedergeburt. Vielleicht sollten wir das... Ich weiß jetzt halt nicht, ob ihr das besser fändet oder nicht. Aber ich glaube, so werdet ihr eher wieder da. Aber ich denke, ja, ich denke, sobald wir diese Kristalle haben, kriege ich euch ja auch wieder zusammen. Also das müsste ja schon funktionieren. Ja, wir werden sehen. Was ich halt noch nicht weiß, das werden wir jetzt an Bartman feststellen. Was ich halt noch nicht weiß... Oha. Das ging ja sofort kaputt, das Ding. Was ich halt noch nicht weiß... ist, Oh, ich erleide doppelten Schaden, aber die gegnerische Lebensenergie ist halbiert, okay. Was ich halt noch nicht weiß, ist... wie lange man jetzt lebt, wenn man wieder geboren wurde. Ob es dann vielleicht doch cooler wäre, zu sagen, hey, neue Anhänger werden einfach nach euch wieder benannt und dann habt ihr auch, dann seid ihr wieder länger im Clan dabei, als wenn ihr nur kurz wiederbelebt werdet und wieder nach 2-3 Tagen tot seid. Na? Selbst wenn ich euch dann heilen kann. Ich weiß ja nicht, wie lange man dann bleibt, wenn man wiederbelebt wurde. Das ist ja der Punkt. Oh, Bruder. Oh, das ist ein Relikt, na? Spawnen Bomben im ganzen Raum, okay. So, aber jetzt können wir das halbe Herz uns holen, na? Jawollo. Halt, ich hab da... Der andere Raum wär Dings gewesen, ich hab's gesehen. Müssen wir gleich zurückgehen. Ach, Bruder. Wir gleich zurückgehen und Tarotkarten holen. Wir haben auch wieder genug Münzen, wir müssten beide kaufen können. Sehr stark. So. Was macht mein Clan? Der Hunger geht hoch! Es klappt. Die kochen sich was. Die kochen sich was. Sehr, sehr gut. Der Hunger geht hoch. Also die Hungeranzeige geht hoch. Okay, Bonusressourcen. Wir sind genau dafür unterwegs. Ach lol! Das wird jetzt noch aufgeladen. Das heißt, das bezieht sich auf den... Das kann ich vielleicht nur einmal pro Run machen. Okay, auch interessant zu wissen. Haben wir schon wieder was gelernt. Das wird noch aufgeladen. Kann ich noch nicht wieder nutzen. Okay, okay, okay. Alles klar. Gut. Habe ich kein Problem mit. Ist völlig in Ordnung. Panzerhandschuhe des Sturms. Mit Kombinationseffekt. Spitze der Verderbnis. Explosives Projektil. Ne, wir behalten das, was wir haben. Oder haben wir das? Ah ne, okay, was ist jetzt der Unterschied? Aber das sieht aber auch nicht verkehrt aus. Komm, dann nehmen wir das mit. So. Ich wollte zum Essen, zum Fleisch auf jeden Fall gehen. Bruder. Das nenne ich mal ordentlich viel Fleisch hier. Am Rand noch irgendwas? Ne, das war's, glaube ich. Na, okay, sehr gut.
Und dann haben wir den Bosskampf. Ups, erst den hier. So, hier käme ich jetzt wieder zum großen Boss, was wir natürlich nicht wollen. Ah, das mit der Küche ist großartig. Die Küche funktioniert. Ich bin happy, die Küche funktioniert. Weil das wäre genau meine Befürchtung, dass eben der Hunger wieder ausbricht, wenn ich jetzt hier unterwegs bin. Aber das klappt. Sehr gut. Dann weiß ich, dass das funktioniert. Dann weiß ich auch, dass ich mehr vorbereiten kann. Oh, shit. Ich brauche dringend Vampir-Axt. Nee. Ja, nee, das nehmen wir auch nicht mit. Aber ich kann es kurz ausnutzen hier. Und dann dafür wieder das hier zurückgehen. Und dann das hier, ne, verwerten. So. Da oben hängen Schwerter. Das heißt, da ist so ein Waffenraum. Dann gehen wir als erstes da rein. Reinigendes Feuer. Weg des Rechtschaffenen. Göttlicher Schneesturm. Also ich habe halt jetzt keinen wirklichen Vergleich zu den anderen Sachen, ne? Ich wähle jetzt nur wieder eins. Und ziehe dann hier das hier zurück. Und mache das zur Münze. So. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal schön Holz. So. Let's go! Da ist dann der letzte Weg vom Boss. Und dann bin ich echt gespannt, was passiert, wenn wir weiterlaufen. Also wie dann... Ob dann die Stages größer werden, ob es einfach nur länger wird, was für ein Boss dann kommt und so weiter. Aber ich meine, wir haben nur zwei Herzen, also es ist nicht garantiert, dass ich den Boss jetzt schaffe, ne? Ich will das ganz deutlich dazu sagen. Das hat schon mal super funktioniert, wirklich. Okay. Mein Y macht überhaupt keinen großen Schaden. Das ist schlecht. Dann muss ich sehr vorsichtig kämpfen. Oder vielleicht jetzt? Ah. Oh nee, ich bin reingerollt. Oh nee. Aber er macht nicht viel. Also eigentlich müsste ich, wenn ich nicht ganz komplett schlecht spiele... Müsst ihr es eigentlich hinkriegen. Nice. Er hat so ein Bombensymbol auf sich. Heißt es, dass wenn ich ihn erledige, dass Bomben fallen und ich dann nochmal aufpassen muss? Wir werden es gleich wissen. Guter. Ja, da liegt eine Bombe. Okay, alles klar. Gut. Geschenk, Stein, Goldklumpen. Wir nehmen Geschenk mit, weil Geschenk ist für Anhänger alles für euch. So, auch wenn aktuell nur noch Felix wirklich Geschenk bekommen kann. Blöderweise, muss man ja dazu sagen. Okay, so, wir haben halt nur noch ein halbes Herz. Mit einem halben Herz jetzt hier noch weiterlaufen? Naja. Wir werden es ausprobieren. Ich will wissen, was passiert. Man muss es ja mal ausprobieren, ne? So, genau. Na, jetzt sind wir in dieser Situation. Ich kann weiterlaufen. Bis zum nächsten... Ja, Port.
Wir gucken mal, was passiert. Ah, es geht einfach. Okay, es geht einfach von unten wieder los. Ich verstehe. Aber trotzdem halt nur mit diesem halben Herz jetzt hier. Und ich kann aber jederzeit zum finalen Boss gehen. Oh, da war ein halbes Herz. Sehr schön. So, was sagt mein Kult? Kult geht's gut. Sehr schön. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Ja, das nehmen wir mal eher mit. Ich habe das hier ja kaum genutzt. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Aber ich habe das hier ja kaum genutzt. Und das kann ich jetzt aber immer wieder nutzen. Das ist nicht zerbrechlich. So, hier gibt es nochmal schön Anhängerfleisch. Okay. Das probieren wir gleich mal aus. Ich will wissen, wie das aussieht. Okay, ich glaube, es hat nicht so gut funktioniert. Ja, ich glaube, das hat nicht so... Oh, nice! Ein komplettes Herz. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. Wichtige Truhe. Viel Geld und ein halbes blaues Herz war dabei. Wichtige Truhe. Sehr schön. Okay. So. Oh Gott, ja, mehr Herzen. Das Spiel ist gerade... Ist das gerade Zufall, dass ich so viel Herzen bekomme? Oder ist... Bruder, ich bin wieder voll. Alter, voll gut. Oh, hi. Haro. Familienbande verwandelten sich stattdessen in Ketten. Der unersättlichste Appetit wird gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wahrlich. Doch welche andere Möglichkeit ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Ja. Danke für deinen Lore-Abschnitt. Immerhin kein Kampfraum dadurch. Und nochmal schön Knochen hier. Sehr gut. Wunderbar. Okay. Oh, und ein Dreckboden. Natürlich, jeder möchte einen Dreckboden haben. Absolut. Kann mir nichts Schöneres vorstellen als einen Dreckboden. So, aber das heißt jetzt, ich muss wirklich bis zum Boss kommen, um wieder zum Clan zurückzukommen. Oh je. Okay, pass auf. Wir gehen auf Essen. Hier wäre zwar Fragezeichen, das würde mich auch interessieren. Aber ich will so einen Essensraum haben. Weil wir vielleicht dann noch dieses Gemüse-Dings kochen können, was ich irgendwann kochen soll. Aber hier gibt es nur Beeren, ne? Ja, Beeren sind zwar nicht verkehrt. Krieg ich die eigentlich auch so? Ich krieg die auch so. Wieso baue ich das denn so mühselig ab mit A, wenn ich es einfach zerschlagen kann? Lol. Okay, das war jetzt ja nicht so effektiv. Kann ich hier noch irgendwas? Nee. Das ist alles hier Deko. Okay. Ah, gut, das war jetzt nicht so effektiv. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zum Fragezeichen. Oh, shit. Das ist der von gerade nochmal, ne? Das ist der von gerade nochmal. Ah, hat gut funktioniert, dem Energie zu geben, auf dem Schaden zu machen. Aber der ist nicht mehr so stark wie vorhin. Der ist deutlich schwächer. Ja, der ist deutlich schwächer. Also nicht treffen lassen jetzt nochmal. So. Ja, aber geil.
Das war es ja voll wert, Alter. Das war es ja richtig wert. Sehr schön. Es hieß ja auch, wenn man weitergeht, werden die Belohnungen größer, ne? Okay. Kampfraum. Ja, und nur wenn wir jetzt diese... Nur wenn wir jetzt diese Fähigkeit hätten, dass man direkt zum Dings zurückkehren kann, ne? Oh, da war ein schwarzes Herz dabei, sehr geil. Nur wenn wir jetzt diese Fähigkeit hätten, dass man direkt zum Clan zurückkehren kann, nur dann könnte ich sozusagen jetzt schneller zurück. Ich gucke nach dem Raum mal, wie es aussieht bei mir. Nice, jetzt habe ich mal getroffen mit dieser Attacke. Sehr gut. Jetzt habe ich mit der Attacke mal getroffen. So muss das. Oh, ich wünschte, es gäbe ein Upgrade, dass einfach automatisch der ganze Raum geklärt wird. Wenn man ihn schafft. So, also, wie sieht's aus, clantechnisch? Ja, der Glaube geht runter. Ich kann es nachvollziehen. Ach, shit. Deswegen wollte ich eigentlich auch erst dieses Gehirnwäsche-Ding machen, aber es war dann ja Nacht. Werde größer zerbrechlich. Okay, das gilt aber dann nur einmal, ne? Und dann bin ich einfach größer. Bin ich dann auch stärker oder einfach nur größer? Ich weiß nicht, ich behalte lieber das, was ich jetzt habe, bevor das andere weg ist. Ich behalte lieber das, was ich jetzt habe. So. Da ist wieder Tarotkarte. Sehr schön. Jetzt werden wir gleich erfahren, ob ich jetzt nochmal eine Karte holen kann. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ah, jetzt geht's wieder. Also wahrscheinlich geht's pro Run einmal. Und der Run fing jetzt ja sozusagen von vorne an, dadurch, dass ich den wiederholt habe, ne? Oh, die ist irgendwie stärker geworden. Ja komm, dann nehmen wir die doch mit. Wenn die so speziell ist. Die hat jetzt nämlich 3 Schaden statt 2 Schaden, wenn ich auf dem halben Herz bin. Sozusagen jetzt meine Notfallkarte. Alter. So. Nice. Halbes blaues Herz. Wichtig. Aber jetzt brauchen wir also entweder wir machen dann das Ritual, dass der Glaube immer bleibt, wenn wir solche langen Runs machen. Nice, bessere göttliche Axt. Here we go. Gar keine Diskussion. Sehr schön. Oder... Na, weil jetzt kommt der Bossraum. Ich werde jetzt auf jeden Fall, wenn der Bossraum durch ist, werde ich zum Kult zurückkehren. Oder... Wir finden irgendeine Möglichkeit, dass die selber ihren Glauben erhöhen können. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Na, sowas wie das Essen. Aber selber Glaube erhöhen, ich glaube, das... Guck mal, jetzt geht der erste schon wieder hier, Puna ist schon wieder auf schwierigem Kurs unterwegs. Das ist nicht gut. Ist der Glaube jetzt schon wieder so schnell runter? Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, wir müssen nach dem Run auf jeden Fall raus. Und Puna will ins Gefängnis. Okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Wir haben genug eingesammelt. Wir haben genug Material dabei. Wir machen ein bisschen schneller. Alter, das ist so eine geile Attacke. Das ist so eine geile Attacke. So, wir holen uns aber hier natürlich noch Tarotkarten. Bessere Truhen, let's go. Das wird eh aufgeladen. Ja, komm, passt schon. Abflug.
Die Blume nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. So. Sehr geil. Sehr schön. Das war keine bessere Truhe, aber... Oh, wir haben's! Let's go! So, was hältst du hiervon? Ah, nicht so viel. Schade! So, aber wir können gleich Dings einsetzen. Die Dingsfähigkeit. Genau jetzt nämlich. Nice! Das hat ja ordentlich Schaden gemacht. Dann werfen wir mal die Axt auf ihn. Hat nicht so gut funktioniert. Ah, wieder nicht. Probieren wir gleich nochmal. Ja. Okay. Ja, kriegen wir hin. Easy. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück in den Dings gehen. So, wir haben hier einmal Bärenstrauch, kleines Geschenk oder Holz. Dann nehmen wir 35 Holz mit. Okay, es gibt aber keinen neuen Anhänger diesmal in dem Fall. Haben wir wahrscheinlich schon genug mitgenommen. So, ja, jetzt könnte man wieder von vorne starten. Aber wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt und Poon-Kollege muss ins Gefängnis. Das ist jetzt mal die erste Aktion. Sehr cool. Das war unser längster One bisher. Alter, was eine Ausbeute. Nice, nice, nice. So. Was ist denn mit euch los? Sind die alle auf hier, Okay, wir machen gleich mal Predigt. Gefällt mir gar nicht, was hier los ist. Und dann muss ich sauber machen. So. Sehr schön. Dann können wir Krone wieder machen. Arbeiten und beten. Führe ein Ritual in deinem Tempel durch, das alle im Bau befindlichen Gebäude sofort fertigstellt. Das ist eigentlich relativ langweilig. Wir haben eigentlich, also wir bauen eigentlich relativ schnell. Ritual durch das 3 Tage lang temporär das Erzeugungstempo für Hingabe an deinem Schrein. Ja, die brauchen wir jetzt beide nicht durchführen, aber wir nehmen das hier. So. Gebäude bauen sich bisher eigentlich recht schnell. Also da habe ich jetzt noch nicht das Problem gehabt. Oh, das gibt allerdings 10 weniger als... Es gibt aber 10 Glaube weg. Okay. Oh, wir werden es ja nicht ausführen. Wir werden es ja nicht ausführen. So, göttliche Inspiration. Sehr schön. Ja, wir werden es nicht ausführen, wie gesagt. Schön, dass es da ist, aber wir werden es nicht ausführen. Vor allem, weil ich nicht wusste, dass das den Glaube wieder wegnimmt. So. Okay. So, wo ist der Kollege? Wo ist mein... Wir fangen schon mal an, hier ein bisschen sauber zu machen. Aber wo ist mein Abtrünniger? Hier! Freund. Erstmal ab mit dir, bevor du abhaust.
und dann umerziehen. So. Sehr schön, dann machen wir mal hier alles sauber. Das mit dem Saubermachen kann man ja auch kaufen. Diese Reinigungsposten-Dinger. Was ist denn hier los? Warum leuchtet denn das hier so? Was sind das für Leuchtdinger hier? Ah, da war irgendwie mehr dabei als nur der Pilz. Okay, interessant. Oh, das ist kaputt gegangen. Das reparieren wir gerade mal. Oh, das ist auch kaputt gegangen. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, was mit dir? Bist du krank? Du bist Natitre. Warte. Haben wir gleich, mein Freund. Ich habe genug Blumen. So. Wunderbar. Und den Hunger klären wir morgen mit einem Ritual. Okay, also. Das haben wir alles schon. Genau, dann gehen wir mal gleich auf Reinigungsposten 1 und 2. Weil das wäre auch was, wo sie sich selber kümmern müssten, wenn ich mal länger unterwegs bin, ne? Mehr höher als Küche geht's halt nicht. Also das sieht man ja, ne? Höher als Küche wird's hier nicht mehr. Aber Küche funktioniert ja zum Glück. Wie gesagt, es wäre schön, wenn es was gäbe, wo die selber ihren Glauben erhöhen. Aber da haben wir ja theoretisch eben dieses Notfallding. Ah, und Toilettenhäuschen wäre auch sinnvoll, dass die selber da reingehen. Und mit dem lernen die dann auch das Toilettenhäuschen, richtig? Ich glaube, so rum war das. Wir machen erstmal so. Wir machen erstmal so. Zack. Genau, wir machen erstmal das hier. Okay. So, dann holen wir auch gleich mal die Kollegen hier ab. Anartre. Ja, gut. Ich muss nur, worauf ich aufpassen muss, ist, wenn Schnarcher sind, dass ich denen ein eigenes Ding zuordne, ne? Das ist das Ding. So, dann muss gleich noch einer kommen. Haben wir nicht mehrere? Hä, haben wir nicht mehrere? Oh, das ist schon wieder kaputt. Jetzt mal Real Talk, hatten wir nicht zwei? Ich habe doch den Anhänger befreit und ich habe den einen Boss-Anhänger. Oder bin ich jetzt doof? War der Boss gar kein Anhänger? Ich bin verwirrt. Egal, ich dachte, wir haben zwei mitgebracht. Na, dann war es vielleicht nur einer. Kann ja alles sein. So. Ist ja alles möglich. Okay, Toilettenhäuschen könnte ich sogar direkt bauen. Na komm, dann bauen wir erstmal Toilettenhäuschen, dann ist es schon mal besser wie nix. Das kann hier mit zu den Essenssachen. So. Hier können wir wieder auffüllen. Erstmal Bärenstrauch. Oh, Algrea hat ein hohes Alter erreicht. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. So, hier wird gebaut. Okay, wir gehen erstmal hier zur Massensegnung. Oder Masseninspiration ja mittlerweile. So, dich habe ich nicht erwischt. Du bist hier abgehauen, Felix. Felix hat Hunger, ne? Ja. Hunger klären wir gleich. Hunger klären wir gleich, Felix. Keine Sorge.
bekommst sofort was zu essen. Ja, er ist jetzt halt... Ach, Mann. So, ich segne dich kurz, beziehungsweise inspiriere dich kurz. Und dann geht's schlafen. So, dann haben wir hier Umerziehung. Ist schon geheilt? Ne, ist noch nicht geheilt, ne? Ne, ist noch nicht so. Noch nicht optimal. Gut, machen wir Predigt. Und dann machen wir nach der Predigt gleich das Essensritual. So, das sieht doch schon wieder besser aus. Wunderbar. Dann haben wir das auch gleich geklärt. Gut. Haben wir ordentlich Geld mitgenommen. Sehr schön. Okay. Dann ist hier erstmal wieder alles in Ordnung. Hier kann ich wieder nachfüllen. Hier eigentlich auch? Ne, hier ist noch drin. Okay. Gut, hier brauchen wir wieder ein neues Holzteil. Wobei jetzt die Frage ist, ob man nicht gleich dann Stufe 2 baut, wenn man aber... Ich habe Stufe 2 noch gar nicht freigeschaltet. Oder doch habe ich, oder? Doch habe ich schon. Ich glaube, ich kann Stufe 2 sowieso nur machen, wenn ich es... Ich glaube, das ist dann eine Verbesserung, ne? Nee, ich habe es noch nicht freigeschaltet. Da ist noch Dings. Ich habe es noch nicht freigeschaltet. Never mind. Never mind, ich sehe schon wieder Gespenster. Ja, gut. Okay, jetzt können wir uns das mal angucken. Ah, okay, da können jetzt 20 Häufchen reingesetzt werden. Na gut, die sollen mal bauen hier. Ist okay. So, was können wir jetzt aktuell kochen? Können wir irgendwas Neues kochen? Nee. Aber wir können jetzt richtig viel Fleischbrühe kochen. Sehr schön. Und Fäkalien hinterlassen ist jetzt auch nicht mehr das Problem, weil die könnten ja ins Toilettenhäuschen gehen, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Gut. Haben wir Anhängerfleisch zu... Alter! So, rein da. So, was können wir in der nächsten Zeit brauchen? Eine zweite Küche ist jetzt Quatsch. Das kann ich noch nicht bauen. Ah, ich wollte ein verbessertes Heilquartier. Ja. Ich brauche 5 Goldbarren, 5 Holz. Let's go. Geht alles an einem. Sehr schön. Okay. So, dann kann ich jetzt hier auch ein paar Leute... ne? Bartman kann, bringt es ja aktuell nichts, dass der hier drin ist. Guck mal, der hat Hunger und der isst nicht mit, oder was? Ach, der war nicht beim Ritual dabei. Ich kann dem aber auch nicht sagen, dass er essen soll, ne? Das ist schlecht. Ich kann dem ja nicht zuordnen, dass er was isst. Ich kann ja nur... Ja, das ist ganz schlecht. Pass auf, Bartman, wenn ich jetzt hier was koche... Holst du dir das dann? Kann ich ihm das irgendwie bringen? Es liegt, es steht jetzt da rum. Aber...
Toll. Aber der checkt nicht, dass er sich das holen kann. Ah, verdammt. Dann wird er verhungern. Dann wird er verhungern, wenn ich ihn nicht heilen kann. Das ist schlecht. Aber ich kann es auch nicht mitnehmen. Ich habe keine Chance, das Essen irgendwie zu transportieren, ne? Nee. Ja, das ist blöd. Ja, das ist blöd. Kommst du hier hoch? Hast du gecheckt, dass es da Essen für dich gibt? Ja. Noch ein bisschen höher. Oh, die Richtung sieht gut aus. Oh, hat der Essen gerochen? Ja. Ey, die Richtung sieht sehr gut aus, ne? Yes. Wunderbar. Es hat funktioniert, Gott sei Dank. Okay. So, ja, aber was ich sagen wollte, dann kann ich eigentlich jetzt auch noch einen anderen Anhänger hier reinsetzen. Solange... Hey, wieso kann ich den da nicht reinsetzen? Den kann ich da rein... Okay, wieso kann ich eine Türe da nicht reinsetzen? Was ist bei dir, dass ich dich da nicht reinsetzen kann? Ich weiß es nicht. Na, ist ja auch wurscht. So, kriegen wir schon wieder eine neue göttliche Inspiration zusammen? Yes! Okay. Dann können wir auch gleich das Toilettenhäuschen verbessern, ne? Dann passt da mehr rein. Oder wir gucken, ob noch andere Sachen sinnvoll wären. Das alles sieht mir noch nicht so sinnvoll aus. Ich glaube, ich schalte. Soll ich die mal freischalten? Nee, eigentlich brauchen wir die halt nicht. Ich weiß nicht, wofür die. Na? Aber wir haben immer noch keine Dämonen beschwört, übrigens. Fällt mir gerade ein. Wir haben immer noch keine Dämonen benutzt auf unserer Tour. Aber hier ist schon ganz viel, was ich eigentlich überhaupt nicht so wirklich für sinnvoll erachte, was mir nichts bringt. Das klingt alles nicht so, als ob ich sagen würde, das hilft mir jetzt wahnsinnig viel. Nur die zwei Sachen helfen mir noch wahnsinnig viel und alles andere ist eigentlich so, ja, nice to have, aber braucht es jetzt nicht unbedingt, ne? Aber wir machen erstmal den Reinigungsposten 2. Zack. So. Aber wir sind halt wirklich schon so weit oben. Es ist unfassbar, ne? Das ist unfassbar. Wenn du aufs Klo gehst, geh da rein, ne? Aber ist okay. So. Ja, im Grunde läuft das hier. Dann könnten wir eigentlich mal kurz wieder fischen gehen, ne? Ich denke, ja. Ich denke, wir können ohne schlechtes Gewissen fischen gehen. Oh, da ist nicht viel los. Aber besser wie nix. Ah, okay, jetzt kommen ein paar mehr.
Okay. Hier der Kleine. Oh, das waren wirklich winzige jetzt. El Ritze. Was brauche ich bei dem noch? So eine Krabbe, okay. So. Und es wird Nacht. Jawollo. Und den nehmen wir uns auch noch. Okay. Das waren alle. Mehr geht hier nicht. Mir geht hier nicht. Okay. Das haben wir gemacht, ne? Ja. Pass auf, dann kaufen wir jetzt gerade noch die Anhängerform. Hier fehlt sie mir, glaube ich, noch. Dass wir da den Handel auch mal machen. Jetzt haben wir ja wirklich gar keine Geldsorgen mehr. Jetzt können wir alles kaufen, was geht. So. Weil die Dinger hier wirken halt schon so speziell, dass man das Gefühl hat... Ach, hier gibt's noch ein... okay. Das andere war ausverkauft nach einem Mal, ne? Okay, kann ich immer mehr kaufen, ne? Das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir jetzt aber wirklich nicht. Neuer Tag. Predigt ist ready. Wir gehen einmal kurz inspirieren. Und dann müssen wir schon den nächsten opfern. Dann haben wir den Tag mit den Part mit einem Opfer begonnen und beenden den Part mit einem Opfer. Aber ist alles besser, als wenn der vor deren Augen stirbt. Und das ist das Problem. So, du bist jetzt auch wieder geheilt. Also nicht geheilt, aber... Du bist kein Gefängniskollege mehr. So. Ah, ich habe ja noch ein Geschenk. Warte mal, aber Felix hat schon eine Kette, ne? Komm, ich gebe dir das Geschenk. Oh lol, ich habe ja richtig viel Kram. Hier, nimm das Geschenk. Okay. So. Inspiration. Geschenk. Höheres Bewegungstempo. Ja. Bonusressourcen ernten. Ja, komm, das kannst du haben. So. Batman kann ich ja leider nichts geben. Das ist das Problem. Felix, du hast schon eine Kette, ne? Aber ich habe mich noch nicht inspiriert heute. Ja, du hast schon eine Kette. Gut. Die haben wir, glaube ich, noch nicht inspiriert. Doch, haben wir. Zepa, was mit dir los? Du hast Zepa unterbrochen. Entschuldigung, ich habe... Sag mal. Empfindlich hier, der Kollege. Zepa, wo bist du denn hier? War keine Absicht, mein Freund. Ihr kriegst ein Geschenk dafür. Oh, ich habe mehrere davon. Ach so. Hier, bitteschön. Alles wieder gut bei uns? So. Habe ich noch eine Kette, die ich abgeben kann? Ne, Puna hat gerade... Ne, Puna hat noch... Hä? Ah, Puna hat das Geschenk bekommen, ne? Heligos, hast du... Mann! Heligos, hast du schon... Du hast keine Kette. Kriegst du auch noch eine Kette. Hier. Okay, mach mal Predigt. Und dann opfern wir.
Und dann beenden wir den Part. Yeah, wieder 9. Das sollte reichen, yes. Okay. Also, wir können jetzt hier nach der Waffenbeherrschung jede einzelne Waffe beherrschen, stärker beherrschen. Und zwar die Waffenart. Also hier Axt, hier Panzerhandschuh, hier der Dolch. Hammer hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Schwert und Donnerbüchse. Donnerbüchse hatten wir auch noch gar nicht. Keine Ahnung, was das ist. Oh, was ist denn das? Augen der verlorenen Rille. Oh, was ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Was da hier ist eine Seite aufgegangen. Auf deinen Kreuzzügen tauchen neue Relikte. Ah, okay. Mehr Relikte wahrscheinlich. Schalte gesegnete Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als gesegnete Versionen. Okay. Schalte verfluchte. Eine erscheinen als verfluchte Versionen. Okay. Lol, ich kann schon wieder. Oh mein Gott, ich kann einfach direkt die nächste Ausgangsstufe hier machen. Ah, das ist sick. Wir haben noch nicht mal die zweite Welt geschafft und haben fast die höchste Ausgangsstufe von Waffen. Es ist ein bisschen... Meine Reihenfolge ist echt ein bisschen weird. So. Opfer. Okay. Es tut mir leid... Hier, na er war es. Agria, genau. Es tut mir leid, Agria, aber wir müssen uns verabschieden. Lol, dann haben wir noch ein Power-Up, Level-Up. Kann ich dann schon auf die höchste Stufe gehen? Kann ich auf die höchste Stufe gehen? Ja, okay, alles klar. Ja, gut, nehmen wir. Na? Okay, das ist sick. Wir haben jetzt die höchste Ausgangsstufe von Waffen, die also nach diesem Level-Up, die möglich ist. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Das ist okay. Das ist total verrückt. So, was wollten wir bauen? Wofür habe ich das gemacht? Toilettenhäuschen, ne? Ja. Ne, Reinigungsposten. Gut, dann bauen wir einen Reinigungsposten. Der kann mal... Keine Ahnung, wo der hin kann. Eigentlich kann er in die Nähe vom Toilettenhäuschen. Warum nicht? So. Ja, also ich muss sagen, ich baue so wenig... da jetzt noch so einen Dings freizuschalten, dass ein Ritual ist, was sofort alles aufbaut, fühle ich jetzt nicht so. Muss ich gestehen. So, muss ich jetzt irgendwas machen oder funktioniert der automatisch? Dass wenn jetzt die irgendwo hin machen, dass das dann, dass sich jemand drum kümmert. Ich denke mal, der funktioniert automatisch. Na? Und wenn ich den upgrade, dann kümmern die sich auch ums Toilettenhäuschen. Dafür brauche ich wieder... dafür brauche ich richtig viel Goldbarren. Ach du meine Güte. Na gut. Sehr schön. Erstmal wieder mehr Beeren und ein paar Pilze. Vergessen dürfen wir die Pilze natürlich auch nicht. Wenn ich gar keine Pilze mehr habe, wäre es nicht so gut. Okay. Wir schaffen es heute vor einer Stunde fertig zu werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.